Dieses Video erklärt Grundlagen mit dem Arbeiten von Säulendiagrammen in Power BI. Wenn euch dieses Video gefällt, abonniert bitte meinen Kanal und hinterlasst mir einen Like. Und nun sehen wir uns ein Beispiel dazu an. Ich habe bereits Power BI geöffnet und mich mit einer Datenquelle verbunden. Und habe nun folgende Felder zur Verfügung: den Umsatz und sowie das Land und viele weitere Felder. Nun möchte ich mit einem Säulendiagramm beginnen. Grundsätzlich bietet Power BI in der Rubrik Visualisierung zwei unterschiedliche Arten von Säulendiagrammen an. Das eine ist das gestapelte Säulendiagramm, das zweite ist ein gruppiertes Säulendiagramm. Sie finden die Säulendiagramme in der ersten Reihe, auf Platz 2 und auf Platz 4. Ich möchte Ihnen nun das Säulendiagramm, das gestapelte, erklären. Nach einem Klick auf das Symbol erhalten Sie eine leere Vorlage. Im Wesentlichen benötigen Sie für ein Säulendiagramm immer einen Wert und eine Kategorie. Ich wähle dazu als Wert den Umsatz aus und als Kategorie nehme ich das Land. Wie Sie sehen, erhalte ich nun ein Säulendiagramm. Das Säulendiagramm bietet nun viele zusätzliche Möglichkeiten. Das erste ist, wenn Sie mit der Maus über einen Balken sich bewegen, erhalten Sie ein kleines Fenster, das Ihnen die Rubrik sowie den dazugehörigen Wert anzeigt. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen ein paar Konfigurationsmöglichkeiten zu diesem Säulendiagramm vorstellen. Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen Werte zu diesen Balken darzustellen. Dazu gehen Sie auf diesen Farbpinsel und wählen in der Rubrik Datenbeschriftung von Aus auf Ein. Wie Sie sehen, erhalten Sie nun die dazugehörigen Werte. Sie haben auch die Möglichkeit, unterschiedliche Farben für die Balken zu vergeben. Hierzu müssen Sie unter die Datenfarben wechseln und können hier unterschiedliche Farbgebungen definieren. Eingangs wurde erwähnt, dass es sich um ein gestapeltes Säulendiagramm handelt. Das bedeutet, Sie können noch weitere Werte hinzufügen. Beispielsweise kann ich mir noch den Rabatt ergänzend hinzufügen und sehe nun, dass der Umsatz bei 25 Millionen liegt und der Rabatt bei 2 Millionen. Im nächsten Schritt werde ich Ihnen das gruppierte Säulendiagramm vorstellen. Die Vorgehensweise ist die gleiche, mit dem kleinen Unterschied, dass Sie anstatt einer gestapelten Darstellung nun eine gruppierte Darstellung erhalten. Sie können ganz einfach den Visualisierungstyp mit einem Mausklick ändern. Ich wähle nun hier das Säulendiagramm gruppiert aus und erhalte nun ein gruppiertes Säulendiagramm. Sie erkennen es insofern, dass Sie pro Land nun einen einzelnen Balken für den Umsatz und einen Balken für den Rabatt erhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, hinterlassen Sie mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.